So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft mit dem 100-Fragen-Tag immer noch. Es fehlen ja noch 25 Fragen. Ich habe die auch noch etwas gekürzt, da vielleicht einige Fragen bei sind, die man nicht unbedingt auf YouTube veröffentlichen muss, sage ich mal. Als Ziel für die Folge habe ich mir genommen, trotz der Kürzung danach den Fragen noch ein bisschen 1, 2, 3, 5 Minuten noch weiterzumachen. Und eine Rüstung zu bauen und in eine Höhle zu gehen. Das ist erstmal so der Plan, den ich gefasst habe. Erstmal haben wir hier schon mal Gold. Ja, so. Und die Rüstung packe ich gleich mal hier rein. Und während ich hier crafte, fangen wir gleich schon mal an mit den Fragen. Nämlich die erste Frage ist, rauchst du regelmäßig? Nein, ich rauche nicht. Ich trinke auch keinen Alkohol. Also meine Leber, der muss es so gut gehen. Das ist ziemlich cool eigentlich. Wen würdest du mal gerne auf einem Konzert sehen? Ja, eigentlich, ich habe von vielen gehört, dass Linkin Park und Rammstein, die sollen auf Konzerten richtig abgehen und das auch richtig Spaß machen. Muss ich halt mal gucken, weil ich bin halt nicht so oft auf Konzerten unterwegs und Geld ausgeben ist natürlich dann für sowas dann auch wieder so eine Sache. Und wir haben Löwenzahn und wir wollten uns was zu essen machen, habe ich gerade gesehen. Haben wir noch die Hake? Ja. So, nächste Frage. Heißen oder kalten Tee? Kalten Tee trinke ich auch, aber nicht, wenn es nicht sein muss. Also, ich finde heißer Tee ist doch schon geiler. Vor allen Dingen ist das ja, es macht ja keinen Sinn, wenn man Tee trinkt, der ja warm gebrüht werden muss und den dann kalt trinkt. Ich finde das irgendwie komisch. Also, wenn man natürlich noch Tee übrig hat und den dann halt am Ende des Tages. Ich glaube, darüber muss ich jetzt nicht weiter erzählen. Jeder weiß, was ich gemeint habe. Tee oder Kaffee? Ich trinke gar keinen Kaffee. Ich finde aber den Geruch unglaublich schön vom Kaffee. Also wenn man so eine Kanne Kaffee aufsetzt, das ist einfach dieser Geruch, den man dann in der ganzen Wohnung hört, das finde ich einfach unglaublich heimlich, sage ich mal. Finde ich sehr, sehr schön. Gummibärchen oder Schokolade? Zurzeit, also ich würde sagen, das ist bei mir immer so temporär. Zurzeit habe ich einen ziemlichen Hieb auf Schokolade, also sobald ich was sehr irgendwie schockiert, muss ich da direkt hin und es verspeisen. Und ich wollte mir eine Schaufel machen. Aber es gibt halt auch Zeiten, da heißt es für mich einfach, ey, jetzt Gummibärchen. Bei Netto gibt es, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so unglaublich coole 910 Gramm Teile oder so waren das mal. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt noch drin ist. Ich glaube, das wurde weniger. Auf jeden Fall eigentlich relativ geil, das Zeug. Ich habe ein Holzschwert und ein Eisenschwert, sehe ich gerade. Dann schmeiße ich mal das Holzding hier ins Loch. So, auf jeden Fall zurzeit Schokolade. Nächste Frage. Kannst du gut schwimmen? Ich kann sehr schlecht schwimmen. Also ich kann schwimmen, ich habe auch das Schwimmabzeichen Silber. Doch ich schwimme ungefähr, wie sich ein Walross an Land bewegt. Was noch nett formuliert ist. Also Schwimmen ist echt nicht meins. Ich sehe dabei auch schlecht aus und ich stelle mich auch nicht gut an. Tauchen will ich gar nicht erst von Anfang. Kannst du die Luft anhalten, ohne die Nase zuzuhalten? Ja, das kann ich. Habe ich gerade Aktivtest gemacht. Und es war jetzt nicht sonderlich herausfordernd. So, Kies kommt hier weg, Sand kommt hier weg, dann kann ich das gleich mit Erde auffüllen. Da haben wir ein bisschen mehr Ackerfläche. So, nächste Frage nach Luftanhalt. Ich muss mal kurz was am Mikro richten. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Bist du geduldig? Ich bin ungeduldig. Also ich bin sogar sehr ungeduldig. Ich bin so ungeduldig, obwohl eigentlich, ja, ich bin generell zwar ein ruhiger Mensch, aber ich bin nicht geduldig, muss ich sagen. Okay, dann nächste Frage nach geduldig. DJ oder Band auf deiner Hochzeit? Ich habe mir noch keine Gedanken über meine Hochzeit gemacht, aber ich glaube, ich würde schon DJ nehmen, es sei denn, es ist natürlich so eine mega krasse Band, die voll cool ist und so, ne? Aber ansonsten prefere ich doch den DJ. Nächste Frage. Hast du jemals einen Wettbewerb gewonnen? Dazu muss ich sagen, ich gewinne jeden Wettbewerb. Das ist doch gar keine Frage. Wir haben schon wieder ein bisschen Weizen. Gleich zwei Brötchen wieder machen.
für den Weg. Nächste Frage. Hattest du schon mal jemals eine Schönheitsoperation? Nein, ich bin noch völlig unberührt von Schönheitsoperationen. Ich hatte schon ein paar medizinische Eingriffe, aber das ist nichts Schwerwiegendes oder so. Das war halt so, tja, und eben beim Zahnarzt. Ich weiß nicht, ob man das auch Operation nennt oder whatever. Nächste Frage. Welche Oliven sind besser, die grünen oder die schwarzen? Auch darüber habe ich mir bis jetzt auch keine Gedanken gemacht. Ich esse eigentlich auch keine Oliven, aber ich finde, die schwarzen sehen cooler aus, auf jeden Fall an Bäumen. Das Assizuire, ist das richtig ausgesprochen? Das verbinde ich auf jeden Fall mit Griechenland, mit diesen Olivenplantagen und so, die es da gibt. Finde ich auf jeden Fall, sieht sehr schön aus. In der Türkei gibt es die natürlich auch. Kannst du stricken oder häkeln? Ich konnte mal häkeln. Es wird Nacht. Ansonsten kann ich nichts. Nochmal ein paar Bäume fällen, bevor es Nacht wird, und dann heia. Axt noch schnell holen. Ich habe gerade gedacht, da ist ein Knopf angebaut. Bester Platz für einen Kamin. Der beste Platz für einen Kamin. Ich finde, ein Kamin gehört in jedes Zimmer. Da ist gar nicht die Frage, in welche, sondern es gehört einfach... Ich habe das falsch... Kacke. Es gehört einfach absolut in jedes Zimmer. In jedem Zimmer sollte man einen Kamin haben. Das ist das absolut coolste. Muss natürlich viel heizen. Ich glaube, wir müssen gar nicht mehr los. Und mein Handy hat gerade einmal vibriert. Wegen Clash of Clans. Schon wieder. Du kannst nur nachts schlafen. Mein Texture-Pack wird zu schnell dunkel. Das wundert mich halt so ein bisschen. Es tut mir auch leid. Okay, dann können wir weitermachen mit den Fragen. Willst du mal heiraten? Bis jetzt habe ich mir da noch keine aktiven Gedanken drüber gemacht. Heiraten. Das ist, glaube ich, wenn ich mal heiraten sollte, ist es noch sehr, sehr lange hin bei mir. Wenn du schon mal verheiratet bist, wie lange schon? Können wir, glaube ich, auslassen. Wo war ich? Wenn du heiratest, wie lange schon? Weinst du oder bekommst du Wutanfälle, bis du deinen Willen bekommst? Nein, generell kann ich gut genug argumentieren, dass ich meinen Willen bekomme. Und ich bin auch nicht so derjenige, der unbedingt gleich alles haben muss. Eigentlich. So, ich verrutsche immer wieder in den Fragen, wenn ich etwas länger drin bleibe. Hast du Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Willst du Kinder? Nein, also ich weiß nicht, ob ich mal irgendwann den Plan ergreifen sollte, mal Vater zu werden, aber bis jetzt sieht's noch nicht so aus. Auf gar keinen Fall bis jetzt. Also so wirklich überhaupt nicht. Dann, was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Lieblingsfarbe. Also ich finde eigentlich, so die Kombination aus Farben ist ja das Geile eigentlich an Kunst und sowas weiter. Und deshalb finde ich einfach das Zusammenspiel von Farben ist so geil. Etwas, was dir mal in der Schule passiert ist. Etwas, was mir in der Schule passiert ist. Ich bin mal fast im Unterricht eingeschlafen, weil es so unglaublich langweilig und unterfordernd war. Kann man sich das vorstellen? Kann man nicht, oder? Okay. Das war jetzt auch die letzte Frage. Waren, wie gesagt, ein paar weniger jetzt von den 25. Aber waren ja auch... Wäre ja auch insofern gedacht, dass wir dann jetzt noch ein bisschen weiterspielen und ich dann nicht so die 5-Minuten-Folge habe und ich gucke nochmal nach der Höhle. Hier war die doch irgendwo. Oder bin ich jetzt schon zu weit gelaufen? Nach neuem Texture Pack oder Mods habe ich mich seit den letzten Aufnahmen noch nicht informiert. Aber das kommt sicherlich zur nächsten Aufnahme. Und diese Folge werdet ihr wahrscheinlich an einem Donnerstag sehen, gehe ich von aus. Auf jeden Fall wird die am Donnerstag rauskommen. Dann wird am Montag kann ich gleich mal... Bringt ja gar nichts, wenn ich das erzähle, dass dann Gothic 3 rauskommt. Oder ich mache das andersrum. Das dann... Ja genau, dann ist das jetzt das Ankündigungsvideo. Dann seht ihr das hier Montag, wenn ihr das direkt am Tag der Erscheinung seht. Und am Donnerstag wird dann Gothic 3 rauskommen. Auf meinem Kanal exklusiv. Mehrere Folgen innerhalb der Woche. Ich überlege gerade, das Spiel The Hunter hab ich mir mal angeguckt. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht ist es cool, vielleicht ist es auch absoluter Dreck. Ich
weiß das noch nicht. Das ist ja cool hier. Geil. Ich komme hier nicht mehr raus. Auf jeden Fall The Hunter soll so ein Multiplayer-Jagdspiel sein auf Steam Free-to-Play. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, sich da sowas zu spielen, weil das wahrscheinlich... Ich weiß noch nicht, wie man da Geld machen soll, wenn das einfach nur so ein Singleplayer... Also man kann sogar nur Singleplayer spielen. Und ich weiß nicht, was die Entwickler dann davon haben. Deshalb... Nein, Häschen, du bist runtergefallen. Das ist doch eins mit roten Augen. Ist das nicht eins von den Bösen? Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie die Entwickler da Geld verdienen wollen, geschweige denn, wie sie das denn, was ihnen das bringt, wenn sie da so ein Spiel rausbringen. Ich meine, es gibt vielleicht Leute, die machen noch Spiele, weil sie Spaß dran haben. Aber, seien wir doch mal ehrlich, ne? Tut mir auch leid. Auf jeden Fall, was ich in der Folge noch jetzt suchen wollte, war Eisen oder in den nächsten Folgen. Wir machen jetzt nämlich erstmal eine Höhlentour. Auch wenn ich ein bisschen zu viel Kram dabei habe, den wir nicht brauchen werden. Unsere alte Höhle, in der wir waren, da war ja auch eine Mine, glaube ich. Die müssten wir dann auch demnächst mal wiederfinden. Welches Thema wollte ich gerade anschneiden? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich wieder den Faden verloren. Eisen. Eisen brauchen wir, Gold brauchen wir, Diamanten brauchen wir erstmal nicht. Auch wenn wir uns dann gegebenenfalls lieber einen Diamanthelm mit Verzauberung machen irgendwann. Doch, wir brauchen Diamanten zum Verzaubern. Schon mal. Und wir brauchen Obsidian auf jeden Fall noch. Also brauchen wir so oder so Diamanten. Mindestens 4, 5, 6, so ein paar auf jeden Fall. Höhlenorientierungssystem habe ich jetzt nicht, wenn ich den Rückweg nicht finde. Dann grabe ich mich gerade nach oben. Also relativ simpel gehalten. Das sind eigentlich die ganzen Monster. Ich sehe hier nur jetzt zwei Creeper und da oben ist ein Zombie. Das ist ja kaum zu glauben. Zwei Skelette sind da auch noch. Ich hoffe, man sieht jetzt überhaupt noch was in der Aufnahme. Was kommt denn da noch an? So, den haben wir platt. Wieso greift mich das Vieh nicht an? Was denn los? Ist ein bisschen komisch. Egal, Eisen. Gold brauchen wir, Diamanten brauchen wir. Was soll ich noch? Lapis Lazuli und Redstone können wir... Redstone würde ich noch ins Deck vielleicht mal mitnehmen. Für... Tränke, weil man kann die Redstone, glaube ich, zum Verstärken von Tränken benutzen. Und ansonsten brauchen wir, glaube ich, aus der Höhle nicht so weit. Melone wäre vielleicht nett, aber ist auch nur optional. Ist das Kies? Nee. Noch mehr Eisen. Das Eisen brauchen wir halt, Werkzeug und so, bis wir so weit sind, dass wir aktiv irgendwie großartig was machen können. Dauert es noch. Was habe ich denn da jetzt gerade eigentlich eingesammelt? Was ist denn das? Diorit, okay. Daraus kann man, denke ich, auch schöne Sachen machen. Gehe ich von aus auf jeden Fall. Nochmal eine Fackel platziert, dann muss ich gleich mal neue machen. Und das ist auch mit dem Texture Pack sehr schön, wie hier überall die kleinen Pflanzen und so aus den Ecken der Wände kommen. So. Ich habe viel zu viel Kram dabei, sehe ich gerade. Dafür, dass wir hier eine Höhlenerkundung machen. Ich meine, ich bin jetzt schon voll, aber ein bisschen können wir auch wegschmeißen. Dann mache ich mal eben... So. Die nehme ich noch mit. So, das kommt rein, das kommt rein. Das kann ich nochmal wegwerfen kurz, also sprich... Okay. Pfeile brauche ich nicht. Feuerstein benötige ich ebenfalls nicht. Die Schienen habe ich sogar noch dabei, die Äpfel auch. Das kann weg, das kann weg. Das, das und das. Genauso wie dies und das. Und noch die beiden hier können weg. So, dann noch einmal kurz sortieren und dann können wir gleich weiter. Zack, zack, zack. So, jetzt habe ich ein einigermaßen sortiertes Inventory. Etwas, so war das jetzt nicht geplant. So, so, so. Und ich weiß, wo ich vorhin war, was ich den Faden verloren hatte. Ich wollte was erzählen über The Hunt, wo ich nicht weiß, wie sich die Produktionsfirma da finanzieren will, weil die haben wirklich, bis jetzt habe ich, das einmal kurz, war im Launcher drin und habe einmal kurz, bin ich 5 Meter in-game gelaufen. Ich weiß echt nicht, wie die sich finanzieren wollen, ob über...
extra Waffen, die man sich dann mit Echtgeld kaufen kann oder so. Ich weiß es nicht, weil eigentlich ist es gut angepriesen, das Spiel. Also es hört sich auf jeden Fall sehr gut an, wenn man so hört, was es kann. Und wie komme ich denn hier zum dümmsten runter? Ja, so nicht. So. Das passt. Schön. Einfach schön. Und hier packe ich einmal das hier rein. Wir sind schon. Ist das Ob das ist Obsidian und kein Grundgestein. Wir sind auf Ebene. Datata XY. 11. Okay. Ja. Genau, hier ist Lava. Ich höre auch Zombies. Das heißt, wir haben eine gewisse Chance, dass hier auch Diamanten in der Nähe sind. Ich grab mich mal hier ein Stückchen kurz rein, um nach den Zombies zu gucken. Ich glaube, das kommt aus der Richtung. Kann aber sein, dass ich meinen Headset entweder falsch rum an habe oder auf habe oder. Das ist Redstone. Oder dass es einfach wieder rumspackt, weil es scheiße ist. Das kann ich jetzt nicht so sagen. Ja, na, Kohle könnte doch was sein, oder nicht? Ich habe das Gefühl, wir kommen näher. Gold? Ich leuchte mal aus und seht ihr hier nichts mehr. Ach nee, ein Dungeon. War kein Gold. Interessant. So. Baue ich mal schnell weg, das Zeug hier. Dann kann ich mich da hochbauen und mal. Da stirbt wohl gerade ein Creeper. Ein Creeper-Mann. Das hier ist aber Gold, ne? Jo. Wieder ein bisschen Gold mitgenommen und dann haben wir gleich noch einen Monster-Spawner, den müsste ich mir eigentlich irgendwie merken. Oh, in meiner Höhle kann ich dann ja eine Markierung noch machen, dass genau hier so ein Monster-Spawner ist und ich brauche gleich eine neue Spitzhacke anscheinend. Ich glaube, das sind auch Baby-Zombies, wenn ich mich nicht irre. So. Oh, da ist auch ein Skelett. Wir werden uns erstmal eine neue Spitzhacke machen. So. Sticks braucht man für eine Spitzhacke. Dann brauche ich Eisen. Und zack, habe ich eine neue Spitzhacke. Und ich werde mal eben reinduschern, was hier so los ist. Ich glaube, den zerstöre ich den nicht, oder? Da war gerade ein Dorfbewohner-Zombie. Vielleicht bekomme ich ja durch den Dorfbewohner-Zombie Kartoffels. Okay, Level 15. Ein Brot, Redstone, eine goldene Pferderüstung, Eimer, Strings und Schwarzpulver. Nicht das grüne von Ei, aber es geht. Die Steine hier, die tollen auf dem Boden, will ich jetzt mal nicht mitnehmen. Da wir die eigentlich im Laufe der Zeit jetzt nicht brauchen werden. Ich weiß nicht, ob ich die Welt dann irgendwann, lol, nochmal fortführen werde. Wenn ja, dann müssen wir uns halt nochmal neue holen. Wenn ich die irgendwie zur Inneneinrichtung später mal verwenden möchte. Ansonsten, ja, was soll ich sonst sagen? Ansonsten lassen wir die jetzt halt hier, ne? Einmal ausleuchten. Es geht hier noch tiefer. Lapis. Ich gucke mich nur einmal kurz um, weil hier unten das Ende. Okay. Lapis muss ich ja nicht mitnehmen. Fackeln brauchen wir wieder. So, da haben wir gleich auch einen Stack Kohle weg. Das ist eigentlich auch ganz nett. Generell möchte ich das anmerken. Ich glaube, wir haben auch gleich schon wieder die 20 Minuten, 30 Minuten für die Folge um. Dann würde ich sagen, während wir Eisen abbauen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Mal gucken, was da abgeht. Dann werden wir, denke ich mal, erstmal wieder komplett in der Höhle sein und gar nicht auftauchen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, lass doch eine Bewertung da. Was ich gleich im Anschluss noch sagen kann, ich bin noch auf Facebook und Twitter. Kannst du auch mal vorbeigucken, wenn du möchtest. Lass doch ein Follow oder ein Like da. Dann kannst du auch über spezielle Ereignisse direkt auf dem Laufenden bleiben oder auch zum Beispiel Folgenausfälle direkt schriftlich mitbekommen. Wollte ich nochmal anmerken. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da oder ein Abo oder so und dann tschüss, ne?